Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Finale Darkest Light Kapitel 11 Glaubenskrieg. Günthers Sicht. Der Tag war angebrochen. Ich saß bereits auf Lapras Rücken, auf dem Weg zum legendären Monument, in welchem sich alles entscheiden würde. Es hatte ein wenig Überzeugungsarbeit benötigt, so weit zu kommen. Da Lapras vom anderen Günther die Anweisung erhalten hatte, keine Kanimani zu transportieren. Aber meine stärksten Argumente, also dunkler Kristall und Lichtherz, halfen auch hier wieder weiter. Gleichzeitig, dass sie bereits hier gewesen waren, zeigte mir, dass ich die Sternlichtkuppel, den höchsten Punkt der Sternlichtspitze, wohl nicht ohne eine Konfrontation mit meinem Ebenbild erreichen würde. Auch wenn ich wusste, dass dieses Aufeinandertreffen in einem Kampf enden würde, welcher mir alles abverlangen würde, fühlte ich mich sicher. Mein Geist war gestählt. Ich hatte noch einige Stunden lang trainiert und fühlte mich nun sicher im Kampf. Und gleichzeitig fühlte ich mich mental bereit für alles. Und ich würde es brauchen. Es war nicht unmöglich, dass all die Reisen an diesem Ort endeten. Und dass alles hier zusammenlief. Vielleicht würde der dunkle Gott die noch verbliebenen Fragen beantworten können. Vielleicht blieben manche für immer offen. Aber diese Fragen waren ohnehin einfach zweitrangig. Als das verlorene Land in Sicht kam, reflektierte ich ein letztes Mal. Mein erstes großes Abenteuer in dieser Welt endete an diesem Ort. Und nun würde auch das letzte im verlorenen Land enden. Damals waren wir siegreich gewesen. Und ich wusste, dass wir es heute wieder sein würden. Wir mussten. Oder ich musste. Es kam ganz auf meine Freunde an. Als unbekannter Erkunder in Knuddelufts Gilde hatte ich die Reise begonnen. Als Held musste ich damals gehen. Und nach meiner Wiederkehr wurde ich zur Legende. Was mich immer angetrieben hatte, was für mich all die Reisen nach der Rettung der Zeit versüßte, im Vergleich zu diesem ersten Abenteuer, waren all die neuen Freunde. Unser erstes Abenteuer bestritten Lord Ecke und ich großteils zu zweit. Doch danach kamen mehr und mehr Pokémon dazu. Zuerst Flunk und Bisasam. Ich lernte sie beide als normale, freundliche Bewohner Silberdorfs kennen. Sie waren vor allem eine große mentale Unterstützung im Kampf gegen die dunkle Materie. Damals hätte ich nie erwartet, wie die beiden sich entwickeln würden. Was mit ihnen geschehen würde. Dass Bisasam schon bald darauf von uns gehen müsste. Und dass Flunk die zweite Hälfte der dunklen Macht war. Doch gerade sein Wahnsinn wurde schnell zum Problem. Auch auf der ersten Reise trafen wir Nick Crossma. Zunächst hielt ich ihn für einen Feind, was er später dann auch wurde. Doch auf dieser einen Reise war er ein Freund und er hatte uns enorm weitergeholfen. Leider war sein Willen zu schwach gewesen und er hatte sich der Dunkelheit hingegeben. Auch Latias lernte ich noch kennen, die wohl seitdem eine meiner engsten Freundinnen war. Sie war schon damals immer sehr geduldig und weise gewesen, was uns auf jeder Reise voranbrachte. Über Hydropi kann man teils nicht dasselbe sagen. Er ließ sich manchmal eher von seinen Emotionen hinreißen, aber meistens hielt er sich einfach schlicht und ergreifend im Hintergrund. Aber trotzdem war er immer zur Stelle, wenn es nötig war. Latios hielt sich ebenfalls eher im Schatten, gerade dem seiner Schwester. Seine eher kühle Persönlichkeit war eigentlich immer eine recht passende Ergänzung zu unserer Truppe gewesen. Doch erst an diesem Punkt begann auch das Kennenlernen neuer Freunde wirklich. Der Höhepunkt war natürlich mein erstes Treffen mit Bulbi, Shinux, Seemops, Chelast und Eevee. Bulbi war in meinen Augen seit meiner ersten Begegnung mit ihr am meisten von allen herangewachsen. Sie hatte ihre Sorglosigkeit größtenteils abgelegt und war einfach erwachsen geworden. Shinux war bereits von Anfang an etwas reifer gewesen, auch wenn er sich oft in Gedanken und Gefühlen verlor. Aber es war auch klar, da gerade er es oft im Leben nicht leicht hatte. Seemops war wirklich der Lichtblick der Gruppe gewesen. Immer da, um gute Laune zu verbreiten. Seemops eben.
Chelast war immer hauptsächlich ein mitfühlendes Pokémon gewesen. Er konnte nie jemandem in Not den Rücken zuwenden. Aber auch er musste leider viel zu früh von uns scheiden. Und natürlich Eevee. Als ich gerade meinte, dass Bulbie am meisten herangewachsen war, habe ich Eevee kategorisch ausgeschlossen, da es bei ihr eindeutig ist. Chelasts Tod hat die innere Eevee, die sich in ihrer einsamen Vergangenheit gebildet hat, wirklich ans Licht gebracht. Von einem Tag auf den anderen war sie einfach ein anderes Pokémon geworden. Ihre Naivität und Freude waren verschwunden und wurden durch Verantwortungsbewusstsein, aber auch Trauer ersetzt. Ihre Entwicklung setzte dem Ganzen nur die Krone auf. All diese Individuen durfte ich all die Jahre zu meinen Freunden zählen. Ich durfte sie meine Freunde nennen. Wir kämpften zusammen, litten zusammen, siegten zusammen. Auf in die letzte Schlacht. Für das Licht der Wurzelwelt. Aber vor allem, wichtiger als alles andere, für die Zukunft all meiner Freunde. Auf dass sie blühen möge, wie eine Blume im Frühjahr. Ein Turm, hoch wie der Himmel, erstreckte sich vor meinen Augen. Die Sterne selbst schienen sich in ihm wiederzuspiegeln. Ein Monument errichtet zu Ehren des Herrn des Sternlichtes, dem Gott des Sternlichtes, Omegon, der höchste aller Götter. Ein klimatischer Ort für ein großes Finale. Und beginnen sollte es bereits am Fuße des Gebildes. Denn am Eingang kam es zur ersten großen Begegnung. Nicht all meine Freunde waren an diesem Punkt versammelt. Bloß Lord Ecke und Floink standen vor dem großen Eingangstor und hielten nach mir Ausschau. Es war für mich eindeutig, dass der Rest von ihnen drinnen wartete. Gerade bei dieser Aufstellung entschied ich mich, dass ich mich nicht zu verstecken brauchte. Lord Ecke, Floink, macht Platz und lasst mich in den Turm. Mein ehemals bester Freund wirkte augenblicklich kampfbereit. Du bist also hergekommen. Dumm nur, dass es umsonst war, du kannst den Turm doch ohnehin nicht betreten. Doch, das kann ich. Wenn ihr mir aus dem Weg geht zumindest. Wozu habe ich denn das Lichtherz? Du hast es. Woher wusstest du überhaupt? Ach warte, es gibt wirklich einen Verräter, oder? Ich hatte schon begonnen zu überlegen, ob du den Brief selber geschickt hattest, um uns aus dem Konzept zu bringen. Aber egal, hier kommst du nicht mehr so einfach weg. Eine Flammenwand erhob sich um uns herum. Danke, Floink. Jetzt kannst du nicht mehr rennen, Günther. Mach dich bereit für... Unsanft wurde seine Rede durch Floink unterbrochen. Also, Lord Ecke, ich weiß ja, dass du mir von allen im Team am meisten vertraust. Deshalb hast du ja auch darauf bestanden, dass ich mit dir zusammen Wache halte. Aber... Diese Wand soll nicht Günther vom Flüchten abhalten, sondern dich. Die Einsicht kam wie ein Elektroschock. Mich? Aber... Heißt es? Ja, heißt es. Floinks Aussehen veränderte sich und der dunkle Rächer stand wieder vor mir. Ich weiß über mein Erbstück Bescheid, Günther. Es hat sich alles geklärt. Von allen? Du... Wieso, Floink? Wieso? Beruhig dich, Lord Ecke. Hör uns an. Ich habe nicht vor, dich anzugreifen. Selbes gilt für mich. Ich habe mich ihm angeschlossen, da ich weiß, dass seine Geschichten die Wahrheit sind. Lord Ecke, siehst du meinen Körper gerade? Die dunkle Macht, von der er uns erzählt hat. Sie ist immer noch ein Teil von mir. Und sie birgt meine Erinnerung an die verzerrte Welt, in der wir leben. Günther ist kein schlechtes Pokémon und das wusste ich von Anfang an. Versuche mich zu verstehen. Versuche uns zu verstehen. Ich weiß, dass du dich sehr schnell für eine Seite entschieden hattest. Aber versuche noch einmal zu überdenken, was passiert ist. Hast du denn nicht das Gefühl, dass alles, was Günther gesagt hat, die Wahrheit sein könnte? Nein, habe ich nicht. Wie kannst du nach allem, was passiert ist, am echten Günther zweifeln? Hast du denn vergessen, was er für uns alle getan hat? Nein, derjenige, der hier vergessen hat, bist du. Es wird langsam Zeit. Keiner von uns möchte dich angreifen. Aber wenn du uns keine Wahl lässt, werden wir es tun müssen. Also entscheide dich, was du wirklich möchtest, Lord Ecke. Zum ersten Mal schien er tatsächlich zu zweifeln. Ich will Günther helfen.
meinem besten Freund. Ich will, dass seine Mission ein Erfolg wird. Aber wie soll ich das schaffen, wenn ich nicht einmal weiß, wer von euch beiden denn der echte Günther ist? Du kannst es nicht wissen. Niemand kann das. Dagrad hat es mir selber gesagt. Er und ich, wir sind beide Günther. Und wir sind beide Helden. Aber er ist ein Günther, der aus der Verzerrung entstanden ist und damit Teil dieser Welt. Wir alle sind Pokémon, die aus der verzerrten Welt stammen. Er und ich wollen beide unsere Heimatwelten schützen. Doch in diesem Fall macht uns das zu Feinden. Und ich bezweifle, dass diese Reise enden kann, bevor nicht ein Günther gefallen ist. Er ist wie ich. Und ich denke nicht daran aufzugeben. Das heißt, dass nur du alleine entscheiden kannst, für welchen Günther du kämpfst. Aber ich... Ihr habt ja recht. Ich sehe ja genau, dass du Günther bist. Ich habe es von Anfang an gesehen. Ich kenne dich dafür gut genug. Aber gleichzeitig gibt es auch diesen Günther. Ihr beiden seid euch so ähnlich. Ihr habt beide dieses Feuer in den Augen, das ich von niemand anderem kenne. Ihr beide schreitet immer voran. Nicht abzubringen von euren Zielen. Ich wollte mich nicht gegen all meine Freunde stellen, aber jetzt, wo ich weiß, dass sogar Floink auf deiner Seite steht, ich... Kurz atmete er durch, dann blickte er auf. Ich werde dich zur Spitze bringen. Den Kampf gegen den anderen Günther wirst du allerdings ohne meine Hilfe führen müssen. Das ist euer Kampf. Vielen Dank. Du wirst diese Entscheidung nicht bereuen, das verspreche ich. Es ist schön, dich wieder auf meiner Seite zu wissen, Kumpel. Ja. Es ist bloß... Alle außer Günther warten auf der zweithöchsten Ebene. Schaffen wir es zu dritt, dich dahin durchzuschleusen? Sie sind immerhin zu sechst, also doppelt so viele wie wir. Das stimmt nicht. Darkrai hat recht effektiv für Verwirrung gesorgt. Sagen wir es mal so. Es gibt mehr als nur mich auf Günthers Seite. Kurz wirkte Lord Ecke auf einmal sehr selbstsicher. Also hatte ich mit Funkenherz doch recht. Funkenherz? Warum denn? Lord Ecke hat sich sofort eingeredet, dass sie die naivste der Gruppe ist und dass du sie so auf deine Seite gebracht hast. Aber du hast Unrecht, Lord Ecke. Und Shinnok war mehr als zu Recht wütend auf dich. Naja, vielleicht auch nicht so zu Recht. Auf jeden Fall wusste er selber gut genug Bescheid. Er steht selber auf Günthers Seite. Und seit gestern ist auch Latias auf unserer Seite, seitdem sie ihr Latias Need von Günther erhalten hat. Warte mal. Das heißt, das halbe Team steht auf deiner Seite, Günther. Das ist definitiv eine Wendung. Addiere noch Darkrai, auch wenn er eher unparteiisch ist. Auch er? Aber es ergibt wohl Sinn, wenn du den dunklen Kristall und das Lichtherz hast. Der Brief war wohl wirklich eine durchdachte Täuschung seinerseits. Aber gut dann, sollten wir wohl aufbrechen, nicht? Wir werden sowieso noch ein paar Stunden bis zur Spitze brauchen. Also los. Floink und ich wussten beide, dass er recht hatte. Wir hatten keine Zeit zu verlieren. Es standen noch Höhenkilometer vor uns, die wir überwinden müssten. Aber trotzdem begann der Aufstieg, entschlossen wie eh und je. Ich konnte den Turm problemlos betreten, was sehr wahrscheinlich am Lichtherz lag, so wie Darkrai es mir versprochen hatte. Das Innere des Turmes machte seinem Namen alle Ehre. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich mich im Inneren eines Turmes im verlorenen Land befinde, hätte ich vermutet, im Weltall zu schweben. Böden, Wände, Decken, alles sah aus wie die Weiten des Sternenhimmels. Dies machte die Orientierung an diesem Ort teilweise etwas schwierig. Doch trotz dessen kamen wir gut voran und erklommen schnell die Ebenen des Turmes. Wirklich interessant wurde es jedoch erst, als wir bei der 70. Ebene ankamen. Auf dem Weg hatten Floink und Lord Ecke mir bereits diese sogenannten spirituellen Ebenen erklärt, die den Turm noch einmal besonderer machten, als er ohnehin schon war. Von Ebene 70 bis 77 war jede Ebene für jedes Pokémon etwas anderes. Orte, die einem fest im Gedächtnis verankert waren, spiegelten sich in diesen Ebenen wieder. Und gerade auf dieser Reise passte es wie die Faust aufs Auge. Kurz vor dem großen Finale konnte ich noch einmal 8 wichtige Orte sehen, die ich auf dieser Reise durchquert hatte. Und wir begannen diese Reise mit dem Seelenwald,
der Ort, an dem ich damals während der Apokalypse wiedergekehrt war. Anschließend betraten wir Nick Crossmas ehemalige Basis, was zeigte, dass die zeitliche Abfolge in diesem Turm keine Rolle spielte. Auch die Mondsteingrotte bekamen wir bald zu Gesicht. Den nächsten Ort hatte ich nur indirekt mitbekommen. Die zerstörte Welt. Damals hatte die Determination mich noch als Essenz des Hasses kontrolliert. Der Strand von Schatzstadt folgte. Ein Ort, mit dem ich schier endlose Erinnerungen verband. Und ich wusste, nicht nur ich hatte aus der Gruppe viele Erinnerungen an diesen Ort. Die nächsten beiden Orte waren beide Teile der Menschenwelt. Die alte Hütte, in der wir uns den ganzen Krieg über einen Unterschlupf geschaffen hatten, die dann nach Kriegsende zu meinem Heim geworden war. Und der Hauptplatz der Stadt. Der Ort, an dem das unfassbare Finale des Krieges der Menschenwelt stattgefunden hatte. Das wohl größte Finale von all unseren Reisen. Und doch wusste ich bereits, es würde nicht das größte Finale bleiben. Denn der dunkle Gott stand noch bevor. Eine Herausforderung. Die letzte und die größte. Der letzte Ort, wie sollte es anders sein, war Silberdorf. Silberdorf war wohl der bedeutendste Ort all meiner Abenteuer. Und nun würde ich es vielleicht nie wieder sehen. Ein Unterschlupf, ein Ort der Versammlung, eine Heimat. Eine Heimat, für die es sich zu kämpfen lohnte. Und kämpfen würde ich. Denn bald darauf kamen wir an.